Ab dem heutigen Tag beginnt der Asian Cup 2024. Und zu diesem Anlass übernehmen wir heute die Borussia aus Mönchengladbach. Ziel ist dabei natürlich wie immer Gladbach zum Sieger der UEFA Champions League zu machen. Und auf dem Weg dorthin wollen wir aber ausschließlich die besten asiatischen Spieler und Talente verpflichten. Bevor wir reinstarten, Leute, Liebe da lassen. Daumen nach oben für euch, ein kleiner Klick, Abo-Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar von Algorithmus, gerne noch mit weiteren Vorschlägen, Like, Sachen hoch, die euch gefallen. Und jetzt, Leute, können wir eigentlich auch schon loslegen. In der Karriere angekommen, fackeln wir also gar nicht lange rum, denn wir haben noch einiges an Arbeit vor uns. Denn ein einziger Spieler aus dem Anfangskader von Gladbach kommt aus Asien, um genau zu sein, aus Japan, und das ist natürlich Ko Itakura, der aber auch nur in Anführungszeichen eine 77er Gesamtstärke hat. Dementsprechend landen also alle Spieler bis auf der gerade eben angesprochene Ko Itakura auf der Transferliste, und das sind natürlich alle Spieler, die wir für die heutige Challenge nicht gebrauchen können, und auf der anderen Seite würde ich gerne direkt in der ersten Saison, wenn nicht einen ganzen Kader, dann wenigstens eine komplett asiatische Startelf haben. Und ach ja, bevor es einige Leute kommentieren, das Land Israel befindet sich auf alle Fälle auf dem asiatischen Kontinent. Jedoch nimmt der Fußballverband Israels nicht am Asian Cup teil, sondern seit Jahren und ich glaube auch schon seit Jahrzehnten, obwohl das Land wie gesagt in Asien liegt, an der Europameisterschaft bzw. der Qualifikation dafür teil. Auch wenn Israel also nicht am Asian Cup teilnimmt und dieses Video so ein bisschen anlässlich des Asian Cups ist, werden wir also heute den ein oder anderen Spieler aus Asien verpflichten, denn ich meine, das Land an sich liegt ja auch nun mal in Asien. Bevor es also dazu Verwirrung kommt, dachte ich mir, erwähne ich das ganze Thema einfach nochmal kurz, gerade auf Basis unseres Keepers, denn das muss eigentlich Daniel Peres sein vom FC Bayern, auch wenn, wie gesagt, Israel nicht am Asian Cup teilnimmt, das Land liegt in Asien und deswegen wird Daniel Peres unser erster Neuzugang. War kein Megatalent, aber der einzige Keeper aus dem asiatischen Raum, der eine halbwegs ordentliche Gesamtstärke hat, jung ist mit seinen 22 Jahren und ihm sogar ein Potenzial von 81 mitbringt. Zahlen tun wir für ihn lediglich 4,8 Millionen und damit ist der erste Spieler für unsere Startelf gefunden. Die Verkäufe sind im vollen Gange, Leute, das sieht man, glaube ich, auch in unserem Budget, was wir jetzt auf 144 Millionen angehoben haben. Bisher liefen die Verkäufe auch eigentlich sehr gut. Ihr seht es ja im Hintergrund, Leute, ein Neuhaus, Kone, Netz, Skelly, Kramer, Player, Elvedi und so weiter und so fort haben den Verein verlassen. Es fehlt eigentlich nur noch einer, nämlich Jonas Omlin. Bisher kein Angebot für ihn reingekommen. Mit seiner 80er Gesamtstärke wird der Peres natürlich absolut im Weg stehen bei seiner Entwicklung und da müssen wir jetzt einfach gucken, ihn wahrscheinlich einzutauschen. Der erste Spieler, bei dem ich versucht hatte, Omlin einzutauschen, das war Real Sociedad mit Takefusa Kubo, eines der besten Talente und auch eigentlich schon Spieler von der Gesamtstärke her mit seiner 81 und gerade mal 22 Jahren. Mr. Twerk, 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 Twerk. Ja, leider hatten sie aber kein Interesse, weswegen wir nur eine Ablösesumme zahlen und das sind knapp über 40 Millionen Euro und damit machen wir aber den zweiten Transfer für die Startelf perfekt. Ach ja, für Kubo sind es genau 41 Millionen Euro. Wir haben es doch geschafft, Leute. Ein Verein hat Interesse an Jonas Omlin. God bless. Der Verein ist Celtic Glasgow. Wir tauschen Omlin ein, zahlen 4 Millionen oben drauf und verpflichten dafür Kakashi Hatake. Nee, warte, was? Nicht ganz. Wir verpflichten Reo Hatate von Celtic Glasgow, wie gesagt, Omlin und 5,1 Millionen ohne Tausch für den zentralen Mittelfeldspieler. 25 Jahre alt, 78er Gesamtstärke, 81er Potenzial. Ist in Ordnung. Mal gucken, wie hoch wir ihn pushen können. Hä? Bitte was? Das habe ich ja noch nie erlebt. Hier wollte ein Verein Bedenkzeit haben, also Stuttgart für Ito. Und jetzt haben die einfach gesagt, nö, ist uns zu wenig. Verhandlungen sind beendet. Tschüss. Ich fühle mich ein bisschen verarscht, weil ich jetzt einfach Ito hier todesüberbezahle. Also nicht gehaltsmäßig, sondern von der Ablöse her. Der hat einen Marktwert von 7,5 Millionen. Scheinbar ist aber Hoeneß und Stuggi so dermaßen überzeugt von ihm, dass ich jetzt einfach fast 12 Millionen Euro für den Bruder brechen muss. Waren übrigens 11 Millionen Euro, ist in Ordnung. Konkurrenz ein bisschen geschwächt. Nehmen wir mit. Takehiro Tomiyasu von den Gunners vom FC Arsenal soll dann unser nächster Transfer werden. Ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher, auf welcher Position ich den Jungen spielen lassen möchte. Wobei, so jung ist er nicht mit 25. Ist eigentlich Rechts- und Linksverteidiger. Wir zahlen eine 23,3 Millionen und auf der anderen Seite ist aber auch der Gedanke, ihn irgendwie als Innenverteidiger spielen zu lassen. Da muss ich aber noch das System irgendwie herausfinden. Nach einer kleinen Positionsänderung in der Startelf habe ich jetzt also herausgefunden, was wir für eine Formation spielen wollen und damit können wir auch schon weitermachen mit den Neuzugängen. Mit Yukinari Sugawara soll dann unser neuer Rechtsverteidiger kommen. 76er Gesamtstärke, 23 Jahre alt, vom AZ Alkmaar und da machen wir den Deal perfekt. Zahlen tun wir hierbei an Alkmaar 10,6 Millionen Euro. 24 Jahre alte, 75er Gesamtstärke, ZOM Kanya Fujimoto kommt hier von Gil Vicente, also aus Portugal, wenn mich nicht alles täuscht. Sehr interessanter Spieler, hatte ich glaube ich auch schon letztes Jahr in irgendeiner Challenge, Sprint to Glory, sonst was. Ich weiß gerade nicht genau, aber ich glaube, da war er ziemlich stabil. Das weiß ich noch. Als nächstes verpflichten wir den ersten und einzigen Spieler, wenn mich nicht alles täuscht, aus Saudi-Arabien für dieses Video. Und verpflichten tun wir da Saud Abdulhamid, ist auch Rechtsverteidiger sowie Sugawara, aber bei einem werde ich einfach die Seite tauschen. Bei welchem von beiden bin ich mir noch nicht genau sicher. Aber der eine wird dann eben Linksverteidiger, bisschen ungewohnt und der andere auf seiner gewohnten rechten Seite. So langsam aber sicher geht uns das Geld
Geld aus. Ich habe aber auch gesehen, wir haben noch den ein oder anderen Spieler im Kader, den wir auch eintauschen können. Und genau das machen wir jetzt auch. Einen jüngeren Stürmer aus Asien gibt es nicht. Und ich hoffe irgendwie, dass Lee Kang-in als Mittelstürmer wenigstens diese Rolle erfüllen kann, sodass wir überhaupt irgendeinen Stürmer haben. Ich habe schon bei Kubo nachgeguckt, da würde es irgendwie 10 oder 20 Wochen dauern. Vielleicht ist es ja bei Lee Kang-in ein bisschen weniger und er könnte dann unser Mittelstürmer werden. Natürlich, Son ist eine Möglichkeit, aber der Kollege ist ja auch schon 30 Jahre alt, kostet Unmengen an Geld und den werden wir uns wahrscheinlich in diesem Video überhaupt gar nicht leisten können. Min-jae ist natürlich ein Ziel, den können wir uns im ersten Jahr nicht leisten, vielleicht im zweiten oder spätestens dritten. Den will ich auf jeden Fall noch verpflichten, aber ansonsten die Startelf, die wir hier im ersten Jahr verpflichten, wird auch sehr wahrscheinlich die sein, die das Video beenden wird. Ach ja, ich hatte gerade erwähnt, Tauschgeschäft bei Lee Kang-in, Honorar und 20 Millionen werden eingetauscht für den Südkoreaner. Also ich glaube, wir haben unseren Stürmer gefunden mit Lee Kang-in, aber es ist halt ein ähnliches Spiel wie bei Kubo, der braucht 28 Wochen und bei Lee Kang-in sind es halt in Anführungszeichen nur 13 Wochen. Ein wirklich guter 1:1 Tausch, den wir hier gerade mit Stud Reims oder Reim durchführen, aber Leute, uns geht halt das Geld aus. Ich habe nur noch 10 Millionen Euro Budget. Auf der anderen Seite aber halt noch einige Spieler im Kader, wie einen Weigel, den wir hier auch eintauschen oder den Stürmer, dessen Namen ich am besten nicht aussprechen möchte, aus Tschechien, die sich bisher noch nicht verkauft lassen haben und wir sind auch schon so gut wie am Ende der Transferphase, deswegen ich glaube, das wird auch nicht passieren. Weswegen ich sie versuche jetzt einzutauschen, so wie Julian Weigel hier für Keito Nakamura, den wir also verpflichten von Stud Reim, mit 23 Jahre jung und eine 75er Gesamtstärke mit einem Potenzial bei 83. Wie gesagt, 1:1 Tausch, denn Weigel ist auch deutlich mehr wert als Nakamura, also so 7, 8 Millionen mehr. Und da haben wir also auch unseren Mittelstürmer gefunden, denn Keito Nakamura braucht eben nur 4 ganze Wochen für diese Positionsänderung und das ist halt deutlich weniger als bei Lee Kang-in oder Takefusa Kubo. Kümmern wir uns also zu guter Letzt noch um ein paar Positionswechsel. Tomiyasu, wie gesagt, als Innenverteidiger geplant, wir ändern die Position und er steigt sogar um 3 Gesamtstärken, Freunde. Merkt euch diesen Positionswechsel, richtig gut. Ein Spieler übernimmt die 6er Position von Julian Weigel und das wird Hikori Ito mit seiner 75er Gesamtstärke. Ich glaube, er müsste nicht steigen, aber das ist auch in Ordnung, denn ich hoffe, er entwickelt sich einfach gut. Und damit ist hier der Umbruch im Asian-Style also abgeschlossen. Perez, unser neuer Keeper, hat eine neue Viererkette mit Abdulhamid, der also der Linksverteidiger wird. Itakura ist am Start geblieben, auch Capitano, Tomiyasu und Sugawara. 3 Mittelfelder mit Ito, Hatate und Fujimoto und der Dreierangriff mit Lee Kang-in, Nakamura und Kubo. Nakamura muss natürlich noch die Position geändert werden, machen wir auch in 2 oder 3 Wochen. Und so sieht aber die erste Startelf aus. Ich hätte jetzt auch noch gerne die Bank aufgefüllt, aber mit 14 Millionen Euro können wir da wahrscheinlich nur 2 Spieler holen. Und dann warte ich lieber bis nächstes Jahr, wo wir dann wieder ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben. Nun ist es aber an der Zeit, Leute, der große Umbruch ist mehr oder weniger abgeschlossen. Es wird Zeit für die erste Kalendersimulation. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie also die beste asiatische Startelf, noch nicht ganz, aber fast, sich im ersten Jahr hier in der Bundesliga schlagen wird. Und dann schauen wir mal rein. Angekommen also am Ende der ersten Saison im Juni 2024, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie es lief. Also wir haben viele Spiele gewonnen, wir haben auch 3, 4 Mal in Folge diverse Spiele verloren. Also keine Ahnung, was das am Ende bedeutet. Ey, voll gut. Platz 5 war einfach in der Bundesliga. Zwar nur 54 Punkte auf dem Konto. Das muss man auf jeden Fall erwähnen. Vorne Bayern, Leipzig und Leverkusen rennen einfach mal komplett davon. Alleine Leverkusen hat auf uns 15 Punkte Vorsprung. Es ist ein bisschen bitter, weil wir punktgleich mit Frankfurt sind, die auf der 4 sind mit ebenfalls 54 Punkten, halt eine bessere Tordifferenz haben als wir. Aber es ist in Ordnung. Damit spielt die Borussia aus Mönchengladbach nächstes Jahr endlich wieder international. Nach keine Ahnung wie vielen Jahren, 2 oder 3? Kommentiert es mal gerne. Pokal weiß ich um ehrlich zu sein gar nicht, wo wir ausgeschieden sind. Ich glaube aber, es war nicht wirklich erfolgreich. Schauen wir mal rein. Ich glaube sogar, ja, in der ersten Runde 4:0 von Hannover auf den Deckel gekriegt. Ey, was ist da bitte passiert? Und das hier ist die Mannschaft zum Ende der Saison. Finde ich auf alle Fälle ganz ordentlich. Die schlechteste Gesamtstärke ist natürlich, ja, Perez mit seiner 74. War auch von Anfang an der schlechteste mit seiner 72. Entwicklungen an sich aber völlig in Ordnung. Wir haben viele Spieler jetzt, die bei der 80er Gesamtstärke kurz davor stehen oder diese eben schon übertroffen haben. So wie eben auch hier Hatate, Lee Kang-in und so weiter und so fort, Freunde. Tomiyasu ein bisschen enttäuschen, muss ich sagen. Nur plus 3, also vom Positionswechsel. Danach ist nichts mehr passiert. Ich hoffe, im nächsten Jahr kommt da noch ein bisschen was, weil eine 81, damit gewinnen wir leider nicht die Champions League, mein Freund. Und ja, starten wir jetzt rein in Saison Nummer 2. Zum Start der neuen Saison stellen wir uns also die Frage, ob 57 Millionen reichen, um Kim Min-jae von den Bayern zu verpflichten mit seiner 86er Gesamtstärke. Aber, ja, leider nicht, meine Freunde. Leider nicht. Mitoma von Liverpool ist mir auch schon ein bisschen zu stark mit seiner 82 und er ist halt auch schon 27 Jahre alt, hier in der Karriere auch schon gewechselt. Deswegen streichen wir auch ihn und werden die 5 verbleibenden Spieler auf der Wunschliste hier verpflichten, denn das sind allesamt Backup-Spieler. Die Kaderspieler also jetzt allesamt verpflichtet, womit unsere Bank hier im zweiten Jahr jetzt aber auch dann schon deutlich stabiler aussieht. Und damit, Leute, wird es jetzt also auch im zweiten Jahr Zeit für die nächste Kalendersimulation. Dreifachbelastung ist am Start, Champions League zwar noch nicht, aber vielleicht ja im nächsten Jahr. Dadurch, dass wir jetzt im ersten Jahr in der Bundesliga
Bundesliga bereits schon Fünfter wurden, habe ich das leichte Gefühl, dass dieses zweite Jahr kaum eine Verbesserung wird. Ja, und so sieht's aus, Leute. Was soll ich sagen? 61 Punkte auf dem Konto, das sind einfach mal 7 mehr als im Jahr zuvor. Mit 54 Punkten Fünfter zu werden, war aber auch ein Ding. Und ja, dieses Jahr haben wir, wie gesagt, 7 Punkte mehr, aber sind einen Platz schlechter. Nur Platz 6, mal wieder so ein bisschen unglücklich an der Champions League vorbeigeschrammt. 3 Punkte an Union Berlin, die Vierter geworden sind. Aber es ist in Ordnung, Leute. Wie gesagt, das erste Jahr war wahrscheinlich ein bisschen am Überperformen. Auch mit den Punkten, wie gesagt, das passiert nicht jedes Jahr. Wir verlieren halt noch zu oft. 7 Niederlagen an der Zahl, davon wahrscheinlich alle gegen Leipzig, Dortmund und Bayern. Pokal gewinnt aber immerhin Dortmund, das heißt, 6. Platz müsste vielleicht sogar Europa League sein, ich bin mir nicht sicher. Wir sind auf jeden Fall ausgeschieden in, ich glaube mal wieder der ersten Runde. Ja, gegen die Hertha, perfekt. In diesem Jahr scheint sich ein bisschen was getan zu haben, denn die Entwicklungen sind deutlich besser als im ersten Jahr noch. Ich weiß nicht, ob die da alle irgendwie dynamisches Potenzial mitgenommen haben. Wir haben aber fast jeden Spieler jetzt bei einer mindestens 80er Gesamtstärke. Es fehlen nur noch Ito und Perez, beide nur in Anführungszeichen mit einer 79. Im zweiten Jahr hat es also noch nicht ganz geklappt mit der Champions League Qualifikation. Ach ja, Freunde, ich habe die Europa League voll vergessen. Wir sind im Viertelfinale ausgeschieden gegen, ich glaube, Ajax Amsterdam müsste es gewesen sein. Also nicht wirklich spektakulär das Ganze. Vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht aber auch erst im übernächsten. Aber je besser die Mannschaft wird, desto wahrscheinlicher wird die Qualifikation für die Champions League. Zum Start der dritten Saison ist nur ein einziger Transfer geplant und den realisieren wir auch. Ich hatte es im letzten Jahr angekündigt, da hatten wir noch nicht genug Geld. In diesem Jahr klappt es aber. Ko Itakura und 53,6 Millionen im Tausch reichen aus, um vom FC Bayern München Kim Min-jae loszueisen. 86er Gesamtstärke, 28 Jahre alt. Und ich hoffe, dass wir irgendwie in den nächsten 3 oder 4 Jahren die Champions League gewinnen, weil so viele Jahre hat dieser Mann hier ungefähr noch in der Karriere. Das hier ist die Mannschaft, welche also irgendwann das Champions League Finale erreichen soll. Dafür müssen wir uns erstmal qualifizieren. Aber ich glaube, mit so einem Transfer wie Min-jae in der Innenverteidigung und seiner 86 ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, einfach nur noch größer geworden. Somit wird es Zeit für die nächste Kalendersimulation und drückt auf jeden Fall die Daumen, Leute, dass wir es dieses Jahr oder in dieser Saison eher gesagt endlich schaffen, uns wenigstens mal für die UEFA Champions League überhaupt zu qualifizieren. Meister sind wir noch nicht ganz geworden, aber ich glaube, ich kann guten Gewissens behaupten, dass diese dritte Saison auf jeden Fall der Durchbruch für Gladbach wird. Wir gehen also zuerst mit dem Blick auf die Mannschaft und ja, was soll ich sagen, es hat sich sehr viel getan. Jeder Spieler bei einer 80er Gesamtstärke, die schlechteste Gesamtstärke ist jetzt auch nur noch die 82 von Perez. Ito hat sich da ein bisschen abgesetzt mit einer 83, ansonsten seht ihr den Rest der Gesamtstärken ja. Fujimoto hat mal wieder den wunderbaren Fitness-Bug. Ja, EA, ne? Warum ist so ein Bug immer noch im Spiel drin? Und der ist ja scheinbar nicht erst seit EAFC drinne, sondern schon seit Jahren. Also wirklich mal, ich verstehe diese Entwickler beim besten Willen nicht. Also keine Ahnung, wie man Bugs jedes Jahr aufs Neue einfach im Spiel drin lassen kann. Also testet das wirklich kein Mensch da draußen. Aber egal, Leute, kommen wir zum viel Wichtigeren. Die Bundesliga-Tabelle, wir werden zweiter Vizemeister hinter der Borussia aus Dortmund. 7 Punkte Abstand. Zwar eine bittere Pille, weil wir noch nicht die beste Borussia sind, aber halt ein wichtiger Schritt immerhin in die Champions League rein, endlich. DFB-Pokal, ähnliches Bild. Wir sind die Nummer 2 in Deutschland gerade. Ja, leider nicht die erste Borussia, denn Dortmund schlägt uns auch hier wieder, nachdem wir zuvor im Halbfinale Leipzig und im Viertelfinale Köln im Derby geschlagen haben. Dieses Mal vergesse ich aber nicht die Europa League. Wir waren Zweiter in der Gruppe, waren dementsprechend in der Vorrunde Ajax geschlagen, Achtelfinale Liverpool besiegt, aber dann im Viertelfinale mal wieder gegen Barca ausgeschieden. Höchste Zeit also für Saison Nummer 4, in der wir endlich mal zum ersten Mal auch an der UEFA Champions League teilnehmen, die ja das Ziel für das Video ist, die zu gewinnen. Und ja, wir haben uns jetzt das erste Mal qualifiziert und mal gucken, wie lange wir brauchen, um den Henkelpott in die Lüfte zu halten. Dieser Saison werden wir das erste Mal keinen einzigen Transfer machen, denn wie gesagt, unsere Mannschaft steht, Min-jae war der letzte Transfer und damit können wir auch in dieser vierten Saison in den Kalender reinspringen. Das erste Mal mit Teilnahme an der Champions League. Mal gucken, wie weit wir da im ersten Jahr kommen. Mbappé ist, glaube ich, zu viel des Guten, oder? Mal gucken, Rückspiel, Heim. Im Elfmeterschießen. Mann, schade. Ich glaube, Leute, ich kann mich vorsichtig aus dem Fenster lehnen und sagen, nächstes Jahr sollte unser Jahr werden. Also das könnte wirklich der Fall sein, Freunde. Denn ich sehe die Schritte nach vorne, Leute. Ja, okay, wir haben nur 71 Punkte dieses Jahr, wie wir damit dann Meister werden. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir dieselbe Anzahl oder sogar mehr. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist egal, aber wir sind Erster geworden, kriegen damit nächstes Jahr hoffentlich eine relativ einfache Gruppe in der Champions League von den Bayern, Wolfsburg und Leverkusen. Dortmund auf der 5. Damit sollte auch klar sein, welche Borussia hier clear ist. Und beim Bundesliga-Titel bleibt es aber nicht, denn nach dem Pokalfinale, was wir letztes Jahr verloren haben, gewinnen wir es dieses Jahr im Finale im Elfmeterschießen nach 4:4 im Elfmeterschießen gegen Leipzig. Und zu guter Letzt UEFA Champions League. Paris ist im Finale, unsere Gruppe Erster geworden. Achtelfinale war, ja, hatten wir Atletico und ja, Viertelfinale Paris. Bittere Pille, aber wie gesagt, Leute, nächstes Jahr könnte es vielleicht soweit sein. Denn eine
86. Als schlechteste Gesamtstärke hier von Tomiyasu, aber auch von Abdulhamid. Das ist absolut krass. Also sehr stark für eine Mannschaft aus den besten asiatischen Spielern und Talenten, wo der Beste eigentlich Kubo ist mit einem Potenzial von 87. Und er hat jetzt halt eine 90 und den Rest der Mannschaft seht ihr ja. Konoha dieses Jahr auch ganz gut aufgeteilt. Fujimoto bei 18, Kubo einfach mal mit 33, Nakamura 27 und Lee Kangen Lee, wie auch immer, 30. So, und ist auch das vierte Jahr abgeschlossen und wir starten rein in Saison Nummer 5. In dieser springen wir jetzt aber auch sofort in den Kalender rein, denn wie gesagt, Leute, unsere Mannschaft steht. Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf den Zufall, auf den Moment, in dem wir uns irgendwie im Finale der Champions League wiedersehen. Ja, Braga im Champions League Achtelfinale ist dann halt ein absolutes Freilos. 5:1 im Hinspiel gewonnen und Rückspiel ist eigentlich relativ egal, wie wir spielen. 8:1, Junge. Das ist eine gute Packung. Pokal gegen Bayern, Männer. Jawohl. Oh, Champions League Viertelfinale auch gegen Bayern, Männer. 2:1 Hinspiel gewonnen und jetzt gleich das Rückspiel. Bitte, 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 bitte auswärts. Ja, 4:3. Jetzt trennt uns nur noch das Halbfinale vor diesem Champions League Finale. Logisch, Halbfinale vom Finale. Paris. Oh, 2:1. Und jetzt noch das Rückspiel. Come on, Männer. Come on, let's go. Ja, 4:3 gewinnen wir gegen Paris. Und damit haben wir es geschafft, Leute. Und nicht nur das. Wir sind auf bestem Wege, glaube ich sogar, wenn mich nicht alles täuscht, das Triple zu gewinnen. Pokalfinale gegen Hoffenheim. 2:1 gewonnen. Let's go. Was die Liga angeht, bin ich mir gerade halt nicht so sicher. Wir waren in der Hinrunde oder nach der Hinrunde nur Vierter. Die Rückrunde lief ja eigentlich ganz gut bis ordentlich. Schauen wir mal rein, also auf die Bundesliga-Tabelle. Sind wir Meister geworden? Nein, leider nicht. Da haben auch einige Punkte gefehlt. 11, um genau zu sein. Bayern wird Meister. Aber Leute, damit haben wir immerhin das Double in Sicht. Pokal also mal wieder gewonnen. 2 Jahre in Folge. Und jetzt also auch im UEFA Champions League Finale. Barca ist der Gegner. Halbfinale gegen Paris. Viertelfinale davor die Bayern. Und im Achtelfinale Braga. 8:1 hatten wir ja eine Packung. Gruppe Spurs, Bergamo, Schachter Donetsk. Eine sehr starke Gruppe, wo wir auch nur 11 Punkte geholt haben. Die reichen aber, um Erster zu werden. Und das hier ist die Mannschaft, welche jetzt also im Champions League Finale steht. Tomiyasu, muss ich sagen, hat mich übelst enttäuscht in diesem Video. 5 ganze Jahre. Er hat mit einem Plus von 3 direkt mal begonnen. Und irgendwie aber, ja, danach hat er einfach absolut nichts mehr gemacht. Also klar, er ist im Endeffekt noch 6 Gesamtstärken gestiegen. Aber wenn wir uns hier so viele andere Positionen in der Startelf angucken, dann ist das schon eine absolute Enttäuschung, dass der Bruder hier zum Start eine 81 quasi hatte und sich dann in 5 ganzen Jahren nur um 6 Gesamtstärken, quasi eine pro Saison gefühlt, verbessert. Ansonsten haben wir aber wirklich auf jeder Position fast die 90er Gesamtstärke. Abdulhamid, der hatte zum Beispiel 79er Potenzial. Ich meine, Tomiyasu hatte sogar ein 83er Potenzial und Abdulhamid hat eine 89. Selbst ein Ito oder hier Kakashi im Mittelfeld, Fujimoto, ne, alle haben sich einfach viel, viel krasser entwickelt. Peres im Tor genauso und selbst gefühlt die Bankspieler hier, selbst der Kollege hier, hätte ihn fast bestimmt aufgeholt irgendwann. Aber egal, Leute, ich will mich nicht beschweren. Abseits davon ist es eine richtig, richtig gute Mannschaft. Wir blicken zu guter Letzt nochmal in die Statistiken rein. Die meisten Vorlagen gehen auf das Konto von Nakamura und Tore haben sich, ja, richtig doll aufgeteilt. Wir haben Lee Kangin bei 19, Nakamura mit 20, Kubo mit 21 und Fujimoto mit 24. Kurzer Blick noch auf die Mannschaft von Barca. Junge, was? Also Ter Stegen im Tor, ja, Marquinhos, Sabe, Maino, João Neves, David Nunes, Foden, Musiala, Ceballos. Bruder, was haben die alles gemacht in so, ja, 5 Jahre ist natürlich einiges an Zeit, aber so viel Zeit auch nicht. Die haben quasi eine neue Startelf bis auf Araujo und Ter Stegen. Völlig crazy. Gehen wir also rein ins Spiel mit unserer komplett asiatischen Startelf im San Siro. Das ganze wunderbare Stadion. Gehen wir rein. Come on, Leute. Ich will was sehen. Mit der Borussia aus Mönchengladbach stehen wir jetzt also endlich im Champions League Finale. 5 Saisons, Jahre, wie auch immer, hat es also insgesamt gebraucht. Und ja, mal gucken, ob wir Barca jetzt auch schlagen können. Ehrlich, Foden. Ah, aufpassen. Strafraum. Rauf da. Oh mein Gott. Nein, aufpassen. Drauf da. Ah, drauf da. Oh mein Gott. In den Rücken. Kommen wieder für Nakamura und da ist auf einmal das 1:0. Fujimoto oder wer ist das? Ich habe gar keine Ahnung. 18. Minute, erster Schuss aufs Tor und das, ja, 1:0 ist da. Was ist hier passiert? Ich habe gar keine Ahnung. Es ist halt einfach original der erste Angriff gewesen. Nicht mal wirklich gut ausgespielt. Und Fujimoto, ja, kein Wunder, dass der Bruder 24 Tore hat. Also jetzt verstehe ich schon so ein bisschen mehr. Wieder auf Kubo. Nochmal in die Mitte. Noch eine weiter. Nakamura, da kommt er ran. Das macht er richtig gut. 2:0. 28. Minute. Wie eiskalt bin ich hier gerade vorm Tor? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich bin selber erstaunt von mir. 28. Minute. Es steht 2:0. Und ich habe, glaube ich, den Ingame-Sound vergessen. Freunde, der kommt ab der nächsten Szene. Nein, jetzt könnte es gefährlich werden. Musiala, Minji ist geschlagen, Peres jetzt auch. Davor auf jeden Fall nicht Musiala gewesen, denn der Torschütze ist im Endeffekt Musiala. Keine Ahnung, mit wem ich ihn da verwechselt habe, aber naja. 2:1 ist aber auch verdient, denn Barca hatte ja schon die ein oder andere Gelegenheit. Oh, das ist so schön gespielt. Das ist so schön gespielt. Das ist so schön gespielt. Das war wirklich spicy, Freunde. 51. Minute.
Da steht 3 zu 1. Nakamura, unser Stürmer, lange Zeit gesucht. Wer kann den Mittelstürmer übernehmen? Er ist angetreten und ja, er hat abgeliefert. So gefährlich Barca in der ersten Halbzeit war, so ungefährlich waren sie aber auch in der zweiten Halbzeit. Und dementsprechend war das eine relativ klare Angelegenheit hier. Nach dem 3 zu 1 ist nicht mehr viel passiert. Auf beiden Seiten muss man aber auch sagen, nicht. Wir hätten eher halt noch das 4 zu 1 machen können. Aber an der Stelle, Freunde, haben wir es also geschafft. Zum Anlass des Asian Cups, der wie gesagt ab heute beginnt, haben wir also eine Mannschaft kreiert mit den besten asiatischen Spielern und Talenten hier im FC 24 Karrieremodus. Und genau mit dieser Mannschaft sind wir jetzt also Champions League Sieger geworden. Gegen den FC Barcelona im Finale. Ihr könnt mal gerne reinschreiben, wer glaubt ihr wird den Asian Cup gewinnen. Also ich würde mal sagen, Japan oder vielleicht Südkorea sind da immer so mehr oder weniger die Favoriten. Aber vielleicht habt ihr ja irgendeinen anderen wilden Take. Kommentiert das gerne an der Stelle, Freunde. Und ja, ich verabschiede mich. Wünsche euch einen wunderbaren Tag. Lasst Liebe da, Daumen nach oben, Abo-Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar von Algorithmus, gerne noch mit weiteren Vorschlägen. Tomiyasu, obwohl er sich nicht gut entwickelt hat, hat die Ehre. Und ich verabschiede mich. Haut da rein.